Hallo, ja, wir zeigen mal wieder ein bisschen was, weil irgendwas musste ich ja heute machen. Da brauchte ich noch irgendeine Folge, deswegen sage ich einfach, ach, ich habe noch ein bisschen was von Welt 1 zu zeigen, deswegen mache ich das mal. Ja, heute kein Elder Scrolls Stream, weil irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, da bin ich gerade nicht motiviert. Ja, heute mit DK übrigens dabei. Wem? Mit dir. Ach so, ich bin dabei. Ja, du bist Ah. dabei. Ja, Hallo, wie machst du? ich wollte hier eigentlich nur zeigen, hier die Mondbasis ist das hier tatsächlich. Ja, wir sind hier nämlich, wie ihr seht, auf einem Planeten, der zum Glück nicht wieder vom Shader total den falschen Himmel hat. Ja, es ist der Mond. Denkt euch einfach, dass da oben Sternenhimmel wäre, weil ohne Shader sieht es hier auch ein bisschen Ja. blöd aus. Ja, und was gibt es hier auf dem Mond? Wir haben hier erstmal diese Landezone, nämlich die, wo ich hier anfange. Da müsst ihr euch denken, hier kommt dann noch so eine Fähre hin, die dann einen irgendwie zur Raumstation befördert. Aktuell ist die gerade nicht da. Da haben wir stattdessen hier einfach nur so eine leere Landezone. Hier die Landezone hat auch eine Anbindung an die Bahn, die es hier auch gibt, die hier alle möglichen Regionen verbindet. Und mit allen möglichen Regionen meine ich jedes Modul, was diese Basis hier hat, hat wieder ihren eigenen Halt. Deswegen hält die hier drüben schon wieder. Hier in der Bahn Werkstatt. So ist das nämlich. Ja, hier geht es nur rüber aufs andere Gleis. Das hat keinen sonstigen Sinn. Aber ansonsten hier ist einfach so eine kleine Bahnwerkstatt. Wo wir hier irgendwie da, keine Ahnung, was wir da haben, da sind dann irgendwelche Reparaturdinge drin. Hier hat man eine Steinsäge, wofür auch immer. Und Kannst du hier. ein Blech drauf tun, damit es zerschnitten wird? Genau. Hier hebt man irgendwie den Wagen hoch und hier parken dann noch ein paar andere und hier hat man irgendwie einen Schleifstein. Keine Ahnung warum. Aber das ist jedenfalls diese Ecke und damit haben wir hier hinten den Bereich tatsächlich auch abgedeckt, weil da drüben, da kommt man auf einen anderen Weg hin, der führt nämlich zwangsläufig erstmal hier durch. Ja, und was haben wir denn hier? Hier haben wir Luftschleusen drin in der Mondbasis. Denn das ist so konzipiert, sollte aus irgendeinem Grund mal irgendwo ein Leck drin sein, irgendein Modul, kann man einfach sagen, so, Modul wird jetzt abgeklemmt und dann kommt man da erstmal nicht rein oder raus. Nicht rauskommen ist natürlich für die Leute, die da in dem Moment drin sind, ein bisschen blöd, aber die müssen dann halt gucken, wo sie hinkommen. Es gibt natürlich auch immer so eine kurze Warnzeit, so nach dem Motto, geht ihr sofort hier raus. Hier wird gleich abgeriegelt. Ja, und dann ist das erstmal abgeriegelt und man kommt da nicht mehr raus. Hier hat man natürlich bei der Landezone nochmal eine gesonderte Luftschleuse drin. Weil natürlich hier oben dieses Kraftfeld, was das darstellen soll, das wird natürlich regelmäßig deaktiviert, damit dann auch die Raumschiffe hier reinkommen überhaupt. Und entsprechend muss man das natürlich von der restlichen Basis abtrennen, weil sonst ist es ein bisschen ungünstig, glaube ich, wenn man dann rausgesaugt wird. Ja, hier hat man einen Gang, der führt dann erstmal hier drüben zu dem Bereich, da kommen wir ja gleich dazu, oder auch hier drüben. Hier ist nämlich dann das Parlament der Mondbasis, denn die ist mittlerweile, also sie ist noch nicht so groß, aber sie ist theoretisch, soll sie so groß sein, dass sie ein eigenes Parlament braucht tatsächlich, um regiert zu werden. Hier mit dem tollen Wappen der Mondbasis, es ist ein großes M. Ja, wofür das wohl steht. Ich kann auch nur spekulieren auf dem Mond. Majestät. Majestät. Genau, dafür steht das zweifellos. Ja, hier drüben haben wir eines der zahlreichen Wohnmodule, die hier so aufgebaut sind. Man hat hier einfach Betten, da hat man ein bisschen Lagerraum und hier hat man ein Bad. Ist im Grunde der gleiche Aufbau, den ihr auch schon auf der Raumstation gesehen hattet. Und ja, es sollen später kommen hier auch noch ein paar luxuriösere Wohnmodule hin, aber aktuell sehen die alle so aus. Hier hat man auch eine andere Linie der M-Bahn, wie es hier heißt. Nämlich die Linie M3, die irgendwie zu einer anderen Mondstation dann noch hinfahren soll. Wie auch immer das dann aussehen soll, da soll dann irgendwie, soll die durch einen großen, durch eine Glasröhre soll die da hingehen oder so, keine Ahnung. Ja, die hat jedenfalls hier Endhalt. Da drüben am Parlament hatten auch einige, also was heißt einige, da hatten zwei Linien, nämlich die Linie M1 und M2 hatten da ihren Endhalt hier drüben. Die in dem Fall hingehen, die Linie N1 geht zum Geschäftsmodul 089. Und
Die Senior M2 geht zum Sportmodul 052, die existieren aber beide noch nicht, deswegen kann ich die natürlich entsprechend noch nicht zeigen. Hier gibt es generell noch nicht so viel, was ich zeigen kann. Ich weiß noch nicht, wie lang diese Folge wird. Am Ende wahrscheinlich nicht so lang, weil die Mondbasis halt noch nicht so ausgebaut ist. Aber es ist, glaube ich, schon genug, damit man hier mal zumindest was zeigen kann. Generell, ja, hier auch ganz toll gehört, die Züge gehen hier einfach durch den gleichen Gang, durch den die Leute gehen müssen. Deswegen hat man hier so Warnlampen, die dann immer angehen, wenn da der Zug kommt. Bedeutet, wenn der Zug von hier anfährt, dann geht da das Licht an. Und wenn er dann durch ist, dann geht es wieder aus. Ja, hier hat man dann das, ich weiß gar nicht, wie hieß das Modul hier. Da muss ich dann erstmal nachgucken, wie hatte ich das genannt. Ich hatte es genannt, das Unterhaltungsmodul 014. Hier sollen dann irgendwelche Geschäfte reinkommen, die ich mir dann noch ausdenken muss, die dann halt da hinkommen sollen. Und so ist dieses Modul hier aufgebaut. Und da hat man hier eines der wichtigsten Module. Hier hat man nämlich das, wie hatte ich das betitelt? Das Werkstattmodul 011. Das ist nämlich dafür da, dass man dann weitere Module bauen kann, indem man hier Dinge zusammenschraubt, die dann in anderen Orten aufgebaut werden. Ja, und hier oben seht ihr dieses riesige Ding im Dach. Wenn man da von außen drauf guckt, das ist dann quasi so eine Luke, da wird dann mit Raumfähren, werden die Teile dann rausgehoben und an die entsprechende Stelle transportiert. Hier haben wir übrigens auch Solarzellen auf dem Dach, weil irgendwie müssen die ja Strom bekommen. Da ist natürlich dann auch ein bisschen Solarstrom gefragt. Ja, hier hat man so Werkstattbuchten, da hat man so eine Wand, die so irgendwie fertig schon aufgestellt ist, die dann irgendwohin abtransportiert. Und hier hat man DKs Lieblingsmodul, das aber auch noch nicht weit gebaut ist. Es ist Fitnessmodul 015. Hast du dazu irgendwas zu sagen? Jetzt baue ich eine ganze Insel. Ja, das hier, der Raum meinte DK, der müsste noch höher werden oder sowas. Da kann er. Tiefer, eindeutig Ja, tiefer. tiefer, wie auch immer. Das kann er dann bauen, wenn er dann mal hier irgendwann dazukommen kann, hoffentlich. Ja, das Dann. könnte ich, wenn du da einen Server nehmen würdest. Ja, das muss ich sehen. Da könnte man dann hier natürlich das weiterbauen. Das ist dann DKs Aufgabe, weil mit Fitnessstudios, da kennt er sich dann doch am besten aus. Was, wieso? Ja, ich weiß auch nicht. Ja, hier hat man noch ein Wohnmodul. Das ist in dem Fall Wohnmodul Es geht um 010. Tafeln Schokolade. Was? Bin noch ein fettes Stück Scheiße. Ich will jeden Tag 3 Tafeln Schokolade. 3 Tafeln! Ja. Darauf erstmal Hashtag not sponsored, esse ich erstmal einen Kinderriegel. Kinderregeln sind gut, aber ich finde, man muss ins Eisfach davor legen. Die kommen aus dem Kühlschrank. Der ist auch okay. Weil so einen weichen Kinderriegel, das mag auch keiner, glaube ich. Das ist gar nicht Thema heute. Heute geht es hier, ja, hier, die Bahn geht hier runter, weil hier sind dann die älteren Module, die gebaut wurden, bevor die Bahn überhaupt mal eine Idee war, die es gab. Hier hat man eines der wichtigsten Module, nämlich das Landwirtschaftsmodul, oder ich weiß nicht, wie ich es genau genannt habe. Das kann ich hier mal gucken. Wenn das Landschaftsmodul, dieser Landwirtschaftssimulator da, ein Leck hat, dann hat die ganze Basis kein Essen mehr. Ja, es gibt noch mehr Module, die kommen dann auch noch irgendwo hin. Also, die haben nicht nur eins, das die ganze Lebensmittelversorgung besorgt. Ja, und hier das Landwirtschaftsmodul, da hatte ich hier hinten auch als Erklärung, wie das effizient verwendet werden kann. Super Dünger 5000 haben sie hier. Ja, Trademark, sonst geht das ja nicht. Das ist ein Spezial. Da haben sie eine Spezialkooperation mit der Firma, die den herstellt, sind sie eingegangen, dass die hier exklusiv den Dünger liefern dürfen. Hier hat man dann nochmal ein Wohnmodul. Die sehen alle gleich aus, die Wohnmodule, deswegen braucht man da gar nicht groß zeigen. Hier unten haben sie aber, hier haben sie ganz provisorisch da nur die Bahn gebaut und haben einfach gesagt, hier im Tunnel bauen wir jetzt einfach so einen Bahnsteig hin. Und die Züge müssten dann hier halt entsprechend warten, wenn das belegt sein sollte. Das eine Gleis, was wir hier haben, dann werden die da aufgehalten. Ja, dann haben wir hier natürlich das Kernstück des Ganzen.
Das Basismodul 001, das ist allerdings schon die zweite Generation dieses Moduls. Die wurde 2018 eingeweiht, angeblich. Die Basis selbst wurde irgendwann in 90ern oder sowas oder in 80ern oder sowas wurde es, gegründet. So war... Konnten sie das Geld schon hoch teleportieren? Ja. Auf jeden Fall, da haben sie die gegründet, aber das hier noch ein, da war hier noch ein anderes Basismodul, das nämlich im Grunde einfach aus so einer Röhre besteht. Hier durch die Luftschleuse kann man mal durchgehen. Hier sollte man natürlich in Wahrheit ohne Raumanzug nicht hingehen. Hier haben sie noch so einen Überplatz des alten Basismoduls. Eat. Hm? Eat. Ja. Da in der Mitte, das muss ich, da muss ich auch, da soll dann so eine Kommunikationsbasis oder sowas reinkommen. Aktuell ist da natürlich alles leer. Das ist natürlich auch noch nicht ideal, aber nun gut, hier haben wir Verwaltungsmodul 002. Und hier haben sie dann einfach die Leute, die in der Verwaltung sitzen, also so irgendwelche Manager. Da kennt sich DK auch wieder aus. Wieso? Die müssen sich nämlich damit rumschlagen, dass, dass dann Pakete für sich auf dem Mars abgeliefert wurden. Und dann sagen sie, nein, wir sind der Mond, nicht der Mars, ihr habt das falsch geliefert. Naja, guck mal, den ersten Buchstaben haben sie schon mal richtig. Ja, den ersten Buchstaben haben sie richtig. Es ist natürlich nicht hilfreich, dass es auf beiden Regionen eine M-Bahn gibt. Es muss mit der M-Bahn geliefert werden, ja, das ist klar. Ja, eindeutig. Hier, ach so, der Kommandant hat hier sein Büro, wo er sich dann immer mit Leuten rumschlagen muss, die ihm hier irgendwas, irgendwie das Ohr abquatschen. Hier haben sie das Archiv der Verwaltung, da haben sie hier irgendwelche Bücher. Ja, dieses Verwaltungsmodul, ihr seht auch schon, das ist wirklich noch aus der Anfangszeit, wo man noch alles mit Metall gebaut hat, dass man dann hier hochgeschleppt hat auf den Mond. Und natürlich ein Konferenzsaal gibt's auch. Das hat man hochgetragen, von der Erde zum Mond. Ja, eindeutig. Ja, hier, da soll dann ein anderes Modul hinkommen, nämlich das, ich weiß gar nicht, was soll heute da hinkommen, das, ich glaube, Unternehmensmodul kommt da noch hin. Hier haben sie dann aber das Freizeitmodul. Da haben sie hier so eine Sitzecke, da haben sie eine Fernsehecke, wo sie dann irgendwelche Filme angucken. Hier haben sie, kriegen sie was zu essen. Hier haben sie irgendwelche Arcade-Spiele, das darf natürlich auch nicht fehlen. Und hier haben sie Billard. Ja, das ist hier in so einer Senke quasi drin. Hier haben sie dann ein Garagenmodul, wo sie dann irgendwelche Mondrover da parken, die dann hier, gut, diese Tür muss ich natürlich auch noch aus einer Luftschleuse machen, die funktioniert. Hm? McLaren. Was? Porsche 360, McLaren, Bugatti. Ja, das fahren sie auf dem Mond. Ja, klar. Das macht Sinn. Wenn du solche Autos da fahren würdest, ich glaube, du würdest mehr fliegen als fahren. Ja, und hier entsteht dann quasi das Magiemodul. Da haben sie ja auch aktuell, hier ist aber unten nur der Bahnhof, der hier so ein Kopfbahnhof ist, weil das hier so quasi so eine Abweichung von der Hauptstrecke ist, die dann da zu dem Unternehmensmodul weitergeht. Ja. Dann können wir auch mal gucken, wo geht denn hier das hin? Diese Rover fahren dann hier nämlich auf die Roverstraße, die insgesamt sehr uneben gebaut ist, aber es ist nun mal der Mond, da kann man jetzt nicht groß erwarten, dass die hier eben gebaut wäre. Ja, hier auch schön zu sehen, da ist wieder die allmächtige Versionsgrenze unterwegs. Weil natürlich die 1.17 hat mal wieder ihre gesamte Generation, hat sie mal wieder ein bisschen was verändert. Aber wenn man dann hier weitergeht, dann hat man dann hier irgendwelche Hügel und irgendwo hatte man dann wenn man hier weiterfährt, sollte da irgendwo mal was kommen. Genau, da hat man hier dann irgendwelche random abgestürzten Raumschiffe, die tatsächlich so generiert werden. Da wieder ein Lob an den Entwickler dieses Datenpacks, das ich hier dann minimal ein bisschen abgeändert habe.
Der Link wird in der Beschreibung stehen. Ja, und ich glaube, den Mond haben wir damit. Ich glaube, was wir noch zeigen können, gerade weil es da nicht so viel zu zeigen gibt, ist, wir können mal gehen auf die Venus nämlich drauf. So, und was haben wir denn hier? Hier habe ich nämlich auch so ein klein bisschen was gebaut. Was wirklich nur sehr klein ist, weil wir wischen auf der Venus unterwegs sein. Ja, wenn ich es denn finden würde. Was? Dinosaurier? Ja, klimatistisch, oder? So, hier haben wir dann nämlich so irgendwo im Boden einfach vergraben, haben wir hier erstmal so eine doppelte Luftschleuse. Weil die Venus-Atmosphäre damit ist nicht zu spaßen. Da kommt man nämlich hier dann mit dieser, zu dieser Raumfähre runter. Also mit der kommt man hier runter, so rum ist das. Hier kann man dann auch Ziele auswählen. Da kann man nämlich zur Orbitalstation, zum Forschungsgebiet Nord und zum Forschungsgebiet Süd. Wir gehen nur noch mal uns gerade das angucken. Das Forschungsgebiet Nord ist nämlich so eine Ecke. Das ist sehr angenehm hier, muss ich schon sagen. Da kann man da einfach, da muss man natürlich entsprechende Venus-Schutzanzüge muss man da anhaben, um hier zu überleben. Wenn man nicht zum Forschungsgebiet Nord will, kann man auch zum Forschungsgebiet Süd gehen. Das ist ähnlich angenehm. Es ist halt auch einfach irgendeine Ecke auf der Venus. Das ist doch angenehm. Ja, sag ich auch. Also angenehmer gibt's eigentlich nicht. Ja, und zur Orbitalstation, dann können wir gleich noch gehen. Die hatten wir auch, glaube ich, ja schon mal gezeigt. Ja, hier haben sie ganz professionell, weil die hier darauf bestanden haben, haben sie ja auch die V-Bahn, die aber im Grunde einfach hier durch so engen, durch so einen engen Tunnel einfach so ein Gleis ist, das da gelegt ist. Hier haben sie ein Wohngebiet. Das ist auch genauso aufgebaut wie das andere. Hier drüben haben sie das Farmgebiet. Da haben sie da das Weizenfeld. Da haben sie hier das Karotten. Nee, Kartoffeln ist es, glaube ich, ne? Da haben sie. Ich weiß nicht, ob. Irgendeines war jedenfalls Karotten. Oder auch nicht. Wir haben einfach nur Weizen und Kartoffeln, wie es aussieht. Ja, Karotten dürfen die hier nicht essen. Ja, und hier drüben soll dann irgendwie das Forschungsding rein, aber wie gesagt, das ist auch noch nicht gebaut. Das war hier einfach so ein kleines Ding, was ich mal angefangen habe, die Venus-Station. Ach ja, hier haben sie aber noch den Atmosphärenthermalreaktor. Weil auf der Venus, müsst ihr wissen, da ist die Atmosphäre ja so heiß, dass sie einfach sagen, lass einfach Wasser hochschicken, das erhitzt sich dann da oben an der Atmosphäre und auf die Art haben wir dann, können wir quasi Energie erzeugen. Da ist hier nichts mit Geothermal, sondern einfach Atmosphärenthermal dann in dem Fall. Ja. Ja. Weil das auf der Venus ja irgendwie Sinn macht. Dann Orbitalstation, genau. Die kennt ihr, glaube ich, schon aus dem anderen Weltraumvideo. Mal sehen, was haben wir noch? Wir haben noch den Merkur, hatte ich, glaube ich, noch nichts gehabt letztes Mal. Habe ich überhaupt gemacht, dass die Raumfähre funktioniert? Das muss ich jetzt gucken, das weiß ich nämlich nicht. Ja, ich habe gemacht, dass die Raumfähre funktioniert. Perfekt. Der Merkur ist aber in dem Fall einfach hier so eine kleine Plattform, irgendwo in so einem Merkurkrater. Dann hat man hier so quasi, damit man dann am Tag, wenn natürlich die Sonne hier prall drauf scheint, da kann man sich hier verstecken und übernachten. Und hat hier auch so ein kleines Badezimmer. Dann hier am Dach, statt verlassen der Basis, da lebensgefährlich, macht das mal nicht, da habt ihr hier eine Uhr. Und dann kann man dann in der Nacht geht man dann hier irgendwie Minenarbeit verrichten. Hier die Schiene ist in dem Fall wirklich auch nur dafür da, um dann irgendwie Minecarts mit Kisten drin zu transportieren. Da ist jetzt hier keine Linie oder sowas eingerichtet. Ja, und da kommen die können die Leute hier dann ihrer Arbeit nachgehen.
Und das ist im Grunde der Merkur. Viel mehr wird da, glaube ich, auch nicht passieren. Und ja, bei der Sonne, da haben wir immer noch nichts. Hier bei der Erde kann man dann hier rüber natürlich immer noch zum Mars fliegen. Den Mars selbst hatte ich ja schon gezeigt. Zum Jupiter kann man jetzt auch fliegen. Da ist in dem Fall dann hier so eine Orbitalstation vom Jupiter, die auch sehr minimalistisch gehalten ist. Da hat man hier nämlich einen Kommandant. Der hat hier so sein Zimmer. Da hinten hat man, was war da? Da war das WC und Bad. Und dann schaue ich mir erstmal die Tür zu. Und da hat man hier verschiedene Raumfähren. Da hat man hier nämlich zu den kleineren Jupitermonden. Diese Raumfähren können aber in Wahrheit nirgendwo hinfliegen, weil diese ganzen Dimensionen nicht existieren. Callisto hat man hier. Man hat Io, man hat Ganymed, man hat die atmosphärische Messstation, ja, die muss ich auch noch bauen. Und Europa, das gibt es tatsächlich hier schon in dem Fall, aber das werde ich, glaube ich, mal in einem eigenen Video zeigen, weil ich da noch was am Bauen war. Und dann haben wir hier diese Interplanetarflüge von dem Reich. Und das Ostreich hat hier aber auch noch seine Flüge, weil die teilen sich dann hier diese Raumstation in dem Fall. Das ist hier in dem Fall aber noch nicht eingerichtet. Hier hat man die Brücke in dem Fall von dem Raumschiff. Dann hat man hier quasi die luxuriösen Sitze für die reichen Schnösel, die hier irgendwie langfliegen. Die haben hier ein WC. Hier haben sie eine kleine Küche. Da haben sie noch ein WC. Und hier haben sie die normalen Sitzplätze. Und hier hinten haben sie den Reaktor drin. Und von außen, das kann ich noch zeigen, sieht das ganze Raumschiff so aus. Ja, es blendet jetzt ein bisschen mit der Sonne. Das ist in dem Fall ein bisschen ungünstig, aber nun gut. Was hat überall so eine Sonne? Ich kann hier mal auf Nacht stellen. Ja, da haben wir hier Dämmerung im Weltall natürlich auch mit Wolken, macht Sinn. Nein. Ja, vielleicht kommt das Design ein paar von euch bekannt vor. Das ist nämlich irgendwie so ein Konzept für irgend so ein Weltraumflugzeug, das ich bei Google Bilder gefunden habe. Ja, und das ist im Grunde hier die Jupiter-Orbitalstation. Ich glaube, wir sind jetzt bei 23 Minuten. Wir haben immer den Mond und das hier gezeigt. Deswegen können wir an der Stelle auch mal diese Weltraumfolge hier beenden. Und sehen uns dann gegebenenfalls bei irgendwelchen anderen des Shows. Aber ich weiß nicht, ob ich, bei den anderen Sachen habe ich, glaube ich, nicht so viel gebaut, was jetzt wirklich zeigenswert wäre. Ja, also auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh.